Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist euer Hegelinchen. Und der Hegel ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Jawohl, hier ist er. Hi Leute, schön, dass ihr da seid. So, wir spielen wieder The Crew 2 für euch. Und wir wollen euch jetzt mal wieder eine kleine Powerboat-Rennstrecke zeigen. Über Damm bei Las Vegas. Gucken, wie wir uns da so schlagen. Nicht wundern, der Hegel und ich, wir haben wie in dem letzten Part schon wieder die Plätze getauscht. Also ich fahre bei ihm und er fährt bei mir. Und ja. Nicht wundern. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen wollte. Ja, ich weiß was. Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber bist du dir mit dem Rennen sicher? Und ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Und hoffen, der große Sprung bedeutet große Zahlen? Das ist die Idee. Eine solche Location ist ein großes Risiko. Aber wir müssen es eingehen. Eins ändert sich jedoch nie. Guter alter Rennsport gewinnt immer. 3, 2, 1. Richtig, du hast die Führung. Habt ihr das gesehen, Leute? Auf den letzten Meter noch überholt. Kein Risiko, keine Belohnung. So ist das nun mal. Man muss sich entwickeln, um relevant zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass man neue Austragungsorte ausprobieren muss, von Downtown bis hinter die Mitte von nirgendwo, dann ist es das, was wir tun sollten. Aber ich weiß, es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue Fans zu gewinnen, wenn wir die alten verlieren. Die Balance zu finden, das ist die Kunst.
Ja, das ist doch mal richtig gut gelaufen, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, ich sage jetzt extra nichts, weil ich ja sowieso nichts zu sagen habe, ne? Weil ihr kennt mich ja. So, haben wir mal Hegels Brot ein bisschen aufgepimpt. Denk mal, ist auch in seinem Interesse, wenn es besser wird. Ja, nicht wundern, der Hegel hat gerade gesagt, bei ihm piept's. Also irgendwo ist eine Livebox versteckt. Bei uns jetzt leider nicht. Das würde ich da auch nachsuchen. Warten wir mal eben kurz, bis er die gefunden hat, und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Hinweis: Bitte benutzt keine Mobiltelefone in der Nähe der Eventsprecher. So, meine Lieben, wir machen jetzt noch eine Powerboot-Strecke und zwar am Mississippi. Da passt das noch so gerade eben mit dem Boot. 105 erforderlich, 107 haben wir. Und ja, mal schauen, was da jetzt so rüberkommt. Denkt dran, ein guter Fahrer lässt sich nicht unter Druck setzen. Deshalb trainieren wir. All die Anzeigen, Drehmomente und Gehkräfte müssen dir ins Blut übergehen, damit du dich auf das Rennen konzentrieren kannst. Heute sehe ich dir dabei über die Schulter. Also kein Druck. Ja, schön, wie ihr Glienchen da macht, ne?
Konzentrier dich am Anfang und dann hol dir den Sieg. Leute, so muss das. Hinweis, Rauchen ist nur in den ausgewählten Operationen erlaubt. Joa, der Hegel ist schön, mit meinem schön, wie es aussieht, kommst du mit dem Druck ganz gut klar. Danke, Leute. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen zu viel Speed für die Kurve drauf. Mal auf die Suche nach dem Weg. Da oben, da ist er fest. Die fragt mich immer, sollen wir? Ich hab immer eh nichts zu melden, ey. Die macht ja eh, was sie will. Gar nicht wahr. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir noch eine Powerboat-Prüfung und einen Q-West. Ich denke, das sollten wir noch schaffen.
Wusstest du, dass die erste Brücke von den Florida Keys zum Festland für die Eisenbahn gebaut wurde? Für Autos gab es lange Zeit nichts. Absolut faszinierend. Hero? Ja? Sei still. Auf ein neues, Leute. Die Führung steht dir echt gut. Ja, wunderbar, schon wieder erster. Der Hegel, der ist schon wieder übers Wasser hinausgesprungen, der hängt schon wieder auf dem Land fest. Ich glaube, der gibt einfach zu viel Gas. Das Boot ist kaputt. Nö, gar nicht wahr. Das ist kein Speedboot, das ist ein Matschboot. Ja, meine Lieben, das lief doch hervorragend. Zumindest jetzt hier für mich. Reise dem Hegel. Ja. Und hat auch perfekt in der Zeit gepasst. Ich hoffe, es waren jetzt nicht zu viele Rennen auf einmal für euch. Ja, wenn ja, dann sagt es einfach unten in den Kommis, aber nicht so viele auf einmal machen sollen. Und ja, ich sehe da gerade eine Krone auf der Karte. Das irritiert mich ein wenig, aber egal. Ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso sehr wie uns jetzt beim Zocken. Im Daniel. Und ja.
Ich freue mich auf den nächsten Part und sag bis dann. Tschüss. Ja, war ein ganz toller Part. Hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe, gefällt euch mindestens genauso gut wie mir. So, danke fürs Zugucken, Leute. Denkt an die ganzen Gruppen, Facebook und Steam. Da werdet ihr dann auch immer aktualisiert und so. Aber ihr wisst das. Brauche ich ja nicht immer sagen. Da wäre ich müde von. Kriege ich nur alte Falten. Scheiße. Also, haut rein. Danke fürs Zugucken. Tschüss.